Wenn Sie, Mulligan, die ersten 8 Schritte. Wir setzen unsere rechte Ferse vorn auf, drehen Sie etwas nach rechts, setzen den linken Fuß auf und den rechten Fuß an den linken Rand. Jetzt setzen wir die linke Ferse vorn auf, drehen uns etwas nach links, setzen den rechten Fuß hinten auf und den linken ran. Dann kreuzen wir den rechten Fuß über den linken daneben, den rechten dahinter, den linken zur Seite und ein Crossrock vorwärts mit rechts, den rechten Fuß vor den linken, Gewicht wechseln und wieder zurück. Diese 8 Schritte noch einmal. 1, 2 und 3, 4 und 5 und 6 und 7, 8. Die nächsten 8 Schritte. Wir stampfen unseren rechten Fuß rechts auf. Setzen die linke Fußspitze neben den rechten Fuß, dabei geht das Knie nach innen. Dann setzen wir die linke Ferse auf und den linken Fuß neben den rechten. Das Ganze machen wir noch einmal. Rechten Fuß rechts aufstampfen, die linke Fußspitze neben den rechten, Ferse aufsetzen und den linken Fuß an den rechten ran. Jetzt folgt ein Seitrock mit rechts. Den rechten Fuß zur Seite, Gewicht wechseln und wieder zurück. Und zum Schluss ein Behind-Side-Cross mit rechts beginnen. Den rechten Fuß hinter den linken Fuß zur Seite und den rechten Fuß über den linken kreuzen. Diese 8 Schritte noch einmal. 1 und 2 und 3 und 4 und 5, 6, 7 und 8. Und alles von vorn. 1 und 2, 3 und 4, 5 und 6 und 7, 8. 1 und 2 und 3 und 4 und 5, 6, 7 und 8. Die nächsten 8 Schritte. Wir ziehen jetzt den linken Fuß an den rechten ran und den rechten Fuß wieder etwas nach vorn. Jetzt machen wir eine Viertelrechtsdrehung, indem wir den linken Fuß hinten aufsetzen und ein Coaster Step mit rechts. Den rechten Fuß nach hinten, den linken ran und den rechten Fuß nach vorn. Jetzt setzen wir den linken Fuß nach vorn und machen eine halbe Linksdrehung und setzen den rechten Fuß hinten auf. Und zum Schluss ein Shuffle mit einer halben Linksdrehung. Die halbe Drehung nach links, den linken Fuß vorn aufsetzen, den rechten ran und den linken Fuß nach vorn. Diese 8 Schritte noch einmal, das war der Ausgangspunkt. Und 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Und alles von vorn. 1, 2 und 3, 4 und 5 und 6 und 7, 8. 1 und 2 und 3 und 4 und 5, 6. 7 und 8. Und 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Die letzten Schritte, dabei drehe ich mich rum, dann sieht man das besser. Das war der Ausgangspunkt. Jetzt folgt ein Rock vorwärts mit rechts. Den rechten Fuß nach vorn. Das Gewicht wechseln und wieder zurück. Wir ziehen jetzt den rechten Fuß an den linken ran und die linke Fußspitze aufsetzen. Ein Schritt halt. Dann setzen wir den linken Fuß
nehmen den rechten und die rechte Fußspitze aufsetzen, den rechten Fuß absetzen und die linke Ferse nach vorn. Dann ziehen wir den linken Fuß an den rechten wieder ran und machen mit dem rechten Fuß eins Kaff, heben das Knie hoch, setzen es gekreuzt vor den linken und den linken Fuß zur Seite. Das noch einmal ganz langsam. Eins, zwei und drei, vier und fünf und sechs und sieben und acht und. Ich zeige es noch einmal. Eins, zwei und drei, vier und fünf und sechs und sieben und acht und alles von vorn. Eins, zwei und drei, vier und fünf und sechs und sieben, acht. Eins und zwei und drei und vier und fünf, sechs, sieben und acht. Und eins, zwei, drei und vier, fünf, sechs, sieben und acht. Eins, zwei und drei, vier und fünf und sechs und sieben und acht und. In diesem Tanz gibt es auch eine Brücke. Und zwar gleich in der ersten Runde werden die ersten 24 Count getanzt, dann abgebrochen und von vorn wieder begonnen. Also erste Runde, 24 Count, abbrechen und von vorn beginnen. Und jetzt viel Spaß beim Tanzen.